Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part Guild Wars 2. Wie du sehen kannst, sind wir in den Hallen von Hulprak, wo der Drachenzahn, Drachenzahn der Schlange ist. Genau, letzte Folge waren wir bei Aurine, haben ihr so ein paar Weisheiten mit auf den Weg gegeben, haben so ein paar Übungen mit ihr gemacht, damit sie weiß, was das Richtige ist, wie man sich verhält in bestimmten Situationen. Und meiner Meinung nach, nachdem ich das beim letzten Boss gecheckt habe, was man machen muss, war das eigentlich ein guter Erfolg. Jetzt sind wir in Hulprak, wie erwähnt, und sollen mit dem Schamanenältesten Ayuki reden. Oh ja, die steht direkt hier. Seid ihr los, Drachentöterin? Was führt euch an diesem herrlichen Tag nach Hulprak? Ich bin auf der Suche nach Informationen über Jormaks Diener und obendrein nach Braem Erson. Sind euch irgendwelche Berichte über Eisbrot zu Ohren gekommen, die anders aussieht als erwartet? Wir hörten, im hohen Norden gäbe es eine verdorbene Kreatur, die anders sei als alles, was wir bisher kennen. Aber es ist nicht ratsam, in die gefrorene Einöde zu gehen. Diejenigen, die es tun, verschwinden oder kehren nach Zwanir zurück. Wir haben schon zu viele verloren. Weil sie hingingen, ohne vorher den Zahn zu beschädigen. Meint ihr tatsächlich, der Zahn sei mehr als eine Legende? Wenn jemand den Fangzahn beschädigt, werden wir wissen, dass es Zeit ist, zurückzuerobern, was Jormak geraubt hat. Meine Kameradin Taimi und ich arbeiten an einer Theorie, mit der man Jormak zu Fall bringen könnte, ohne Leben zu opfern. Dann sollte Jormak sich lieber in Acht nehmen. Es ist noch nicht sicher und ich könnte etwas Hilfe brauchen. Wisst ihr, wo Braem ist? Und Rox? Ist sie hier? Rox ist gestern mit Garn losgezogen, um Braem einzuholen. Braem ist in den hohen Norden gegangen und sucht eine verschollene magische Schriftrolle, von der er sich eine Wirkung auf Ers Bogen verspricht. Er scheint mir angemessen, um seine Mutter zu ehren. Es gibt in den Zittergipfeln kein gefährlicheres Gebiet. Eine erfolgreiche Jagd wünsche ich euch. Okay, stimmt. Braem ist ja immer noch auf dem Wege und die Rox ist ist auf der Suche nach ihm in dem Sinne. Und Garm ist ja auch zurückgekommen. Im hohen Norden, jenseits der Zivilisation, liegt die Weite der Tundra. Ein Tummelplatz für Svanir und Jormaks Eisbrut. Man vermutet, dass Jormak sich in der Nähe eingenistet hat. Und der Einfluss des Altdrachen verdirbt alle, die dorthin gehen. Der einzig sichere Ort ist eine Zuflucht der Kodan, deren Bewohner Quaggan und Kodan sich standhaft weigern, den Kampf aufzugeben. Okay, ich wollte es nicht zu laut sagen, aber der Zahn, den haben wir eigentlich, damit wir die Jungen davon abhalten können, sich beim Versuch, Jormak zu jagen, umzubringen. Ich glaube die Geschichte, ihr glaubt die Geschichte also nicht. Manch ja, andere nicht. Asgeir hat ihn Jormak aus dem Maul gerissen, das stimmt schon. Aber wenn er dazu in der Lage war und trotzdem vom Drachen getötet wurde, was würde es dann nützen, wenn jemand einen Kratzer in den Zahn macht? Warum tut ihr dann so, als hätte es damit eine wichtige Beständnis? Die Legende ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Die Sache ist zu einem Mythos geworden, der die Leute inspiriert, besser zu werden, Jugendliche anzuspornen, sich zu benehmen und dem Leben einen Sinn zu geben. Keinem entsteht ein Schaden, also besteht keine Eile, das Ganze als Spuk zu enttarnen. Verstehe. Hat er irgendwie recht? Genau, jetzt ist hier oben der, aber das ist nicht schlimm. So, wir müssen hier entlang laufen. Ich glaube, wir brauchen unseren Schweberochen, sonst kann man natürlich auch da drüber schwimmen. Wird dann aber hier von dem Riesending, was hier irgendwo rumgespukt, genau, da ist nämlich ein Champion, nicht angegriffen. Okay, da sind wir auch. Hier haben wir einen Kodan. Hallöchen. Ich würde gern nach Norden reisen. Dann seid ihr auf dem rechten Weg. Doch um ihm zu folgen, müsst ihr die Flamme des Koda ergreifen. Was ist das? Sie ist der Geist des Feuers, so alt wie die Welt. Koda, der Schöpfer, gab sie meinem Stamm zur Verwahrung. Das Feuer wirkt der Verderbnis entgegen. Seid ihr dazu auserkoren, müsst ihr es tragen, wenn ihr überleben wollt. Okay. Ich glaube, ihr solltet auf diese Bären hören, Kommandeur. Ich empfange extrem hohe Werte von diesem Feuer. Mhm. Also, benutzt den Geist des Feuers der Kodan, um den Weg frei zu machen.
Flamme nehmen. Genau, wir haben dann hier so ein sehr alte Magie, die ihr da habt. So ein Stab. Tragt das Feuer gen Norden. Okay. Mein Volk wird euch seine Geheimnisse lehren. Also, man muss einfach nur interagieren. Okay, wir sind in den Bitterfrostgrenzlande. Ein super cooles Kartengebiet. Ich muss jemanden finden, der von einer solchen neuen Abscheulichkeit gehört oder sie gesehen hat. Okay, das Kartengebiet ist auch nicht sehr groß. Das geht von hier so ein Ticken nach drüben bis hier. Und hier hinten ist dieses Gebiet, wo es wirklich sehr, sehr kalt ist, wo man dann so einen Drang, sage ich jetzt mal, sich machen muss. Wir haben überall diese Flammschalen, weil wir hier eingefrorene Truhen haben. Und mal gucken, ob das war jetzt... Na, ich habe doch den Raptor ausgewählt. Wieso machst du mit dem Ding? Ah, die ist jetzt schon offen, okay. Aber wenn wir jetzt hier interagieren machen, buff, haut unsere Flamme das frei. Genau, wir haben hier extrem viele kleine Events, die diese Flammenschalen der Kodans betreffen. Aber wir müssen hier hinter. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Geschichte. Und öffnen mal hier die Kisten und wir kriegen da draus guten Loot, muss man sagen. Erst ein bisschen Geschichte. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann ein bisschen Map-Erkundung. Hui, mein Ruppi. Ist auch nicht süß. Was ich total... Oh, da war es Eis. Wasser, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was ich total cool finde, wenn man sich jetzt einen neuen Account einlegt, hat man schon, sobald man Level 10 ist, den Raptor als Probe. Und wenn man sich Path of Fire, Heart of Thorns oder End of Dragons, Secret of the Obscure, ich meine, das war bei allen vier Erweiterungen, nicht Staffeln. Ey! Hat man automatisch den Raptor dann schon freigeschaltet. Heißt, man kann viel, viel schneller die Karten erkunden. Ist einfach auch mobiler unterwegs als mit zu Fuß. Also ich kann mich genau noch zurück an die Anfangszeit erinnern. Und ich will mich jetzt nicht groß beschweren. Ich möchte gar nicht zurückdenken. Damals zum Anfang, da hatte man ja nur zu Fuß die Möglichkeit zu laufen. Die Reittiere kamen ja ganz, ganz spät. Ich weiß auch gar nicht, wie früh der Gleiter dazu kam. Aber das war ja für die Leute was ganz, ganz anderes. Jetzt hat man ja ein richtiges Luxus-Karten-Erkundungserleben. Und hier müssen wir zum Kodan tiefes Wasser, genau. Dies sind dunkle Zeiten, Freundin der Quaggan. Seht euch vor. Okay. Kehrt jetzt um. Geht dahin zurück, woher ihr kamt. Hier gibt es keine Gastfreundschaft. Ja, das merkt man. So indirekt. Da sehen ja sogar Quaggans kleine Augen. Diese Reisende hat sich nicht verirrt. Sie ist auf einer Mission. Ja, genau. Ich wollte sie ja nur warnen. Quaggan findet das ja gut. Jemanden das Leben retten. Lobenswert. Aber diese Reisende braucht Hilfe, nicht Rettung. Der Quaggan ist so süß. Ich bitte um Entschuldigung. Tiefste Betrübnis heißt euch willkommen. Hier sind überall verdorbene Kreaturen. Ich war nur in Sorge um euer Wohlergehen. Sehr nett. Ich weiß sehr eure nett. Sorge zu schätzen. Ich suche seltsame Eisbrut. Habt ihr von welcher gehört, die sich in letzter Zeit verändert hat? Wagen wir es zu erwähnen? Quaggan weiß nicht recht. Was ist denn? Es gab Berichte aus dem bitteren Norden von einer neuen Eisbrutabscheulichkeit. Übler, als man erklären kann. Ja, das ist genau das, was ich suche. Wie komme ich denn dorthin? Gar nicht. Die Gegend dort ist... viel zu kalt. Es ist so geil, wie die reden. Die, zu nahe kamen, sind dahin. Oh. Wir wissen nicht, ob es die Kälte war oder die Eisbrut. Es muss doch einen Weg geben, sich vor der Kälte zu schützen, nicht? Sprecht mit Schamanin Mimi. Sie weiß sehr viel Rat. Vielleicht kann sie sagen, was zu tun ist. Okay. Hab Dank. Außerdem suche ich Braham Airson. Er soll hier entlang unterwegs sein. Quaggan ist ihm nicht begegnet. Aber Quaggan und Kodan hören sich um. Wenn ihr andere Quaggan oder Kodan seht, sagt ihnen bitte, sie sollen heimkommen. Machen wir. Okay, findet Schamanin Mimi und sprecht mit ihr. Sie ist unter uns. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns aber erstmal hier dieses tolle Panoramchen an, was wir hier oben haben.
dass wir mal einen Überblick bekommen, wie die Eispot, mit der Frostgrenze, also nicht die Eispot-Saga, wollte ich jetzt schon sagen hier. Wie das Ganze hier so aussieht. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Karte. Genau. Was haben wir denn überhaupt alles zum Erkunden? Wir haben zwei Wegmarken nur am Anfang und hier heißt, ja, wenn man stirbt, hat man hierhin zu porten, wenn man ganz nach hinten muss. Wir haben 13 Sehenswürdigkeiten. Eine holen wir zurück, die ist hier unten unter dem Wasser. Wir haben 4 Panoramchen und 4 Herzen, die wir machen. Und die geben alle dann ein Bündel von den Bären, sag ich jetzt mal. Genau, von diesen frischen Winterbären, die man sich für Karma tauschen kann. Und natürlich gibt es entfesselte Magie. Und man kann hier, Moment, das kann ich euch ja jetzt schon mal zeigen. Wir haben hier einen flüchtigen Magiehändler. Und hier kann man sich Ringe kaufen, einen Rückengegenstand und ein Accessoire. Und auch Atmer. Genau, man kann hier sich so eine karmische Vergeltung für 5000 entfesselte und 10 Gold holen. Die geben dann einem einen permanenten Karma-Boost, während ihr im Bitterfrostgrenzland unterwegs seid. Heißt, man kriegt immer so zwischen, ich glaube, 100 und 300 Karma, wenn man Events macht, ich glaube, Truhen öffnet. Müssen wir mal hier gucken. Ich lasse das mal zugeklappt, dass man das besser sieht. Genau, hier kann man ganz cooles Zeugs kaufen. Auch kann man hier verschiedene magische Pakete kaufen, auch Bündel und sowas. Kenne ich mich jetzt nicht groß mit aus. Und hier kann man kaufen die Portal Foliant Staffel 3, den ich auch hier oben drin habe. Und dann kann man sich die Portalschriftrolle Bitterfrostgrenzlande kaufen. Wäre eins, was ich direkt zu Beginn empfehlen würde, sich das zu kaufen für 2000 Entfesselte und 1,5 Gold beides. Muss man nur einmal kaufen und dann kann man, wenn man hier drauf geht, alle Folianten, die aus Staffel 3 jetzt sind, hier reinpacken. Wir haben hier die Glutblucht, die Bitterfrostgrenzlande, Blutsteinsumpf eher gesagt, Bitterfrostgrenze, also der Doriksee kommt noch, Draconis Moon und die Zaubersängerländle. So, okay, wir müssen aber jetzt, genug erklärt, einmal hier uns von der Reling stürzen, beziehungsweise hier einmal hui, nach unten. Und ich meine, die ist ganz im Wasser, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da unten ist sie. Wir haben hier auch eine Sehenswürdigkeit. Genau, die haben wir jetzt schon. Guck mal, da ist auch jemand, der Geschichte spielt. So, Hallöle. Ah, Qua'gan ist Schamanin von Melagan. Qua'gan kennt euch. Eure Legende ist weit gereist. Seid ihr hier, um Jormark zu töten? Genau. Erst muss ich einen von Jormarks Dienern finden. Einen kraftvollen, der nicht so ist wie die anderen, die wir kennen. Und ihr habt gehört, dass es in den kältesten Breiten der Zittergipfel einen gibt. Ja, Qua'gan sieht schon, das stimmt. Qua'gan kann euch helfen, aber nur indirekt. Ihr werdet sterben, wenn ihr ohne Schutz dort hinaufsteigt. In Qua'gans nächtlichen Geisterwanderungen hat Qua'gan Swanir gesehen, die durch bitterste Kälte reisen, weil sie sich magischen Schutzes bedienen. Klingt wie das, was ich brauche. Wo finde ich so etwas? Ihr habt einen langen Weg vor euch. Zuerst müsst ihr zum großen Swanir-Stützpunkt und mit ihnen sprechen. Sie wissen Bescheid. Mit den Swanir sprechen? Ist das ein Witz? Sie werden nur mit euch sprechen, wenn sie euch für ihresgleichen halten. Ihr seid schlau. Qua'gan glaubt an euch. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie sich das umgehen lässt. Melagan wache über euch und behüte euch, Schamanen. Okay, heißt, wir haben schon ein kleines Minikapitel abgeschlossen. Fertig. So, findet den Swanir-Bau. Genau, wir müssen jetzt zum ersten Herzchen. Und zwar hier vorne. Und hier haben wir das Herzchen. Wir müssen Kreaturen besiegen und dann werfen die bestimmte Items ab, die droppen als Loot. Und dann können wir uns als Swanir verkleiden und das ist schon cool gemacht, muss man sagen. Die Luft ist mein Element. Gehen wir mal ein bisschen auf Fernkampf. Dann kann ich hier ein bisschen besser rumwuseln.
Erde. Ich habe mir wieder die perfekte Zeit ausgesucht. Mega. Ei, ist das Ding hartnäckig. Ja, toll. Den haben wir. Holen wir den ja, das Event ist immer noch. Und das ist auch einer, der zum Event gehört. Ja, wo rennst du hin? Wo rennst du hin, mein Freund? Hm? Wo rennst du denn hin? Wo willst du denn hin? Okay, Event ist zum Glück fertig. Heißt, die sollten jetzt alle eigentlich abzichen. Schieß den mal an, dass die zu mir kommen. Okay, wir haben hier schon ein Svanja-Verkleidung als Bein. Das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt ist da so ein riesen Babbo. Oh, toll. Das war mir vollkommen klar. Brutzelt ihr, Freunde. Und dann darf man auch diese Drachendinger kaputt machen. Niederreißen, genau, die bringen nämlich auch was für das Herzchen, soweit ich weiß. Ja, toll. Holen wir uns die noch. Haben wir auch einen Punkt noch. Brutzelt ein bisschen, meine Freunde. Na? Ja, klar, was macht ihr für Attacken? Bitte. Guckt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Kammer bekommen. Oder kriegen wir die Flaschen? Ich weiß es gar nicht genau. Also wir haben einen Helm. Wir haben eine Brust und wir haben ein Beinkleid. Haben wir Glück, haben wir Glück. Das behaltet erstmal, wenn ihr das bekommt. Das kriegt ihr auch beim Zerstören, Besiegen der Gegner. So, wir machen jetzt hier einen Doppelklick drauf. Zack, und jetzt sind wir verkleidet. Sehen wir nicht cool aus? Wir sind zwar ein Mann, aber okay. So, wisst ihr, was wir jetzt als erstes machen? Wir holen uns hier oben das Panorama. Wenn wir jetzt nämlich schon so cool verkleidet sind, können wir nämlich hier uns schon mal die Punkte, Sehenswürdigkeiten, Panoramen holen. Ich hoffe, ich gehe... Nee, das war der falsche Weg. Und ich glaube, man darf nicht auf die Himmelsschuppe. Ich glaube, dann geht nämlich die Verkleidung weg. Gleiten geht, aber kein Reittier. Außer sie haben das gefixt. Wo ist denn das Panorama? So, zweites Panorämchen. Es sieht schon cool aus, ne? So ein riesen Maul. Das ist schon cool. So. Ja, mega. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? So. Servus. Das Schmelzelixier ist aufgebraucht. Was? Geht und sammelt Zutaten, um mehr herzustellen. Ah, guckt. Warum muss ich alles selber machen? Weil ich von Idioten umgeben bin. Ja, das ist nett. Zieht los. Wir haben kein Elixier mehr. Okay. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe, grunzender Bastard? Oha. Ich kann helfen. Ihr könnt sprechen? Euch umgibt Kraft, Potenzial. Helfen machen Elixier. Vielleicht. Vielleicht auch. Oh mein nicht. Gott. Das Zeug zum Hexer habt ihr offensichtlich nicht. Aber vielleicht könntet ihr mein Gehilfe sein. Hört gut zu. Erst geht ihr los und sammelt die Zutaten auf der Liste, die ich euch gebe. Danach müsst ihr die heißeste, sauberste Quelle finden. Wasser mit Feuer zu erhitzen genügt nicht. Okay. Es muss aus dem Herzen Tyrias sprudeln. Oh. Dort werdet ihr alles zusammen zu dem Elixier vermischen. Bringt es hierher zurück. Trinkt nicht davon. Verstanden? Jo. Trinkt nicht davon. Ja. Bringt zurück. Wie cool. Okay. Tschakabum. Haben wir. Okay.
Erbeutet Pakete mit gefrorenen Talg von Kreaturen, die ihr besiegt. Am Ernteknoten könnt ihr frische Winterbeeren besorgen. Da haben wir jetzt auch den ersten Knack mit den Winterbeeren. Findet eine Quelle für kaltbeständige Eierschalen. Findet einen Feuerstein. Okay. Ich sehe schon, wir werden direkt ziemlich schnell wieder an die Herzien geleitet. Heißt, ich werde im Anschluss dann doch weiter aufnehmen und die Karte fertig machen. Das ist dieses gefrorene Talgs, was auch immer. Wo wir schon einiges jetzt haben. Wir müssen noch ein paar Viechen kaputt machen. Aber erstmal bringen wir uns ein bisschen hier raus in Sicherheit, dass wir uns wieder verwandeln können, ohne direkt buff, kaputt sind. Wir können aber rein theoretisch zum nächsten Herzchen schon gehen und dort dann weiter den Talg sammeln, weil den kriegen wir von allen möglichen Gegnern. Die Karte ist noch nicht ganz aufgedeckt. Bei mir dauert das heute irgendwie wieder ein bisschen länger. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Genau. Ja, gehst du jetzt hoch? Los. Dankeschön. Genau, hier sind diese Winterbärenstrauchen. Das sind überall böse, die zu dem Herzchen gehören. Wir haben hier Hälfte. Ja, jetzt kommt so ein Kackgreif auch noch. Beschützt Greifenneste, erledigt verdorbene Raubtiere und lasst verlorene Eier. Ausbrüten. Genau, hier die Greife, die klauen die Eier und haben die dann hier irgendwo rumgelegen. Gelegt. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir in den grünen Kreis gehen. Dann kann ich euch nämlich das Herzchen kurz einmal zeigen. Hier haben wir einen Schneegreifen, der ausnahmsweise mal lieb ist. Und irgendwo wuseln. Genau, wir können hier die Kameraden von ihm... Oh Gott, hier ist jetzt auch noch ein Event. Oh mein Gott. Genau. Da ist der Inkubator von den Eiern. So, ich habe mir mal hier ein bisschen Unterstützung geholt mit meinen fliegenden Freunden. Und das gibt man hier rein. Muss dann ein bisschen warten, weil man die Eierschalen dann rausbekommt und kann... Achso, okay, wir können erst quatschen. Was für Zutaten, wenn ich fragen darf? Ja, Winterbeeren, kältebeständige Eierschalen, gefrorenen Talg, einen Feuerstein und eine heiße Quelle. Habt ihr so etwas gesehen? Ihr könntet helfen, verlassene Greifeneier zu finden. Sie liegen unter Bergen von Schnee. Quaggan würde euch... Guckt mal, wie süß, da ist er. Oh, Putschki, Putschki. Die von den Spanier getötet, ehe sie sich auf die Eier setzen und sie wärmen können. Das stimmt, die sind böse. Dahin sind sie wieder am Kämpfen. Setzt ihr euch drauf? Grundgütiger Gletscher, nein. Wir legen sie in den Inkubator. Genau, da, der Sting da. Die Eier, damit die Jungen schlüpfen können. Schneegreifeneier überstehen Monate in der Kälte und warten nur aufs Aufwärmen. Ich sehe mal, ob ich ein paar ungeschlüpfte Eier für euch finde. Okay, genau. Jetzt müssen wir hier wieder die Eierschalen rausnehmen und damit haben wir auch einen weiteren Teil für unseren Trunk. Und wir kriegen sogar hier... Ah, war das gerade ein Kryptis-Event? Und da sind hier überall gerade irgendwelche Viecher. Also ich bin wieder zur rechten Zeit am rechten Ort, wenn lauter Events sind. Genau, wir haben hier so ein Eisbrutteil. Hier greift den mal an. Dann dürft ihr ein bisschen die Arbeit für mich machen. Und ich sterb nicht so viel. Ja, bleib doch mal weg von mir. Du musst mir nicht so auf die Pelle rutschen. Genau, da ist auch noch so ein Teil. Und du auch. Ich überlade jetzt nicht. Das würde zwar die wahrscheinlich ein bisschen schneller umlegen, aber so viel Power brauchst du dann auch nicht. So, nächste Eierschale. Quaggan kümmert sich um die Greifenjungen, weil es Spaß macht. So, Eierschale. Guckt mal, da sind sie überall. Oh, Putschi Putschi. Hallo. Guck mal, da ist auch noch ein Ei. Komm, wir holen den nächsten Bruder oder das nächste Schwesterchen für euch. So, Eierschalen haben wir scheint's auch. Also man braucht 3 Eierschalen. Und ich glaube, es waren 5 Talge, wenn ich richtig bin. Wir machen das Herzchen jetzt noch fertig. Das haben wir ungefähr zur Hälfte. Dahin sind noch Greifeneier. Natürlich geht das Kaputthauen der Bösis immer schneller. Aber man macht dann auch mal so die ursprüngliche Aufgabe der Eier, weil es ist nicht immer nur... Ey! Wo kommt das Ding auf einmal her?
das ursprüngliche Kämpfen, sondern halt auch mal... Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Okay, da war wieder das nächste Event. Geh weg. 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 Hier haben wir noch so ein Vieh. Brutzel ein bisschen. Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Ei. Wieso ist das Vieh die ganze Zeit bei mir? Danke, mein Freund. Ei, dieses scheiß Eisturmteil. Das gibt's ja nicht. Zustand ja, als Mac hat man natürlich dann hier ein bisschen bessere Karten. So, bin ich raus aus dem Kampf. Dann können wir die nämlich schön abbauen schon mal. Genau. Und unser Herzen ist voll. Unser Herzen ist fertig. Oder sind wir raus aus dem Herzen? Nee, unser Herz ist noch nicht fertig. Wir sind nur raus aus dem Bereich. Dann nehmen wir uns die drei jetzt vor. Ja, und das nächste Event ist gespawnt. Ei, also jetzt ist aber gut. Wir nehmen uns das Ei jetzt schnell mit und bringen es in den Inkubator. Oh mein Gott, wieso sind denn auf einmal so viele Events hier unterwegs? Ist ja Wahnsinn. Ja, wir haben unser Herzchen. Perfekt. Heißt, 2 von 4 Herzchen haben wir schon. Wir nehmen die Eierschale direkt mit. So, wir müssen weiter Winterbeeren sammeln. Wir haben hier hinten noch einen Strauch. Hier sind lauter kleine Itzi-Witzi-Spitzis. Die wir jetzt schön kaputti machen. Und dann hoffen wir, dass der Eistroll da hinten uns schön ignoriert. Dass wir unsere Beeren weiter sammeln können. Manchmal geben die immer nur eine Beere. Und oft ist es so, dass die manchmal auch mehrere Beeren geben. Heißt 2 Beeren zum Beispiel. Ja, geh wieder weg. Nein, du sollst weggehen. Kommst du jetzt wieder zurück? Nee. Doch, er kommt wieder. Bleib doch hier. Wo willst du jetzt hin? Die ganze Zeit kommst du wieder zu mir zurück. Und jetzt denkst du hier, okay, gehen wir hier runter. Aufgeladen. So, da haben wir biegsame Stöcke. Ah, das war nicht die Skulptur, die man zerstören darf. Aber hier darf man die zerstören, genau. Stein und Bein. Aufgeladen. Nochmal die Winterbärchen. Jo, wo sind die hingeflogen? Da darf man die auch nicht absammeln. Doch, das kann man, okay. Ah, hier ist dieses. Hier ist die Statue. Genau. So, Winterbeere. Und nochmal eine Winterbeere. Da hinten ist noch was für unser Herzchen. Nutzen wir ganz schnell aus. Ach, jetzt hat sie den Baum ausgewählt. Okay. Machen wir noch das Bäumchen. Aber unsere Winterbeeren haben wir fertig. Das ist sehr gut. Machen wir die noch mit kaputt. So. Macht gibt mir recht. Okay. Ich weiß. War das auch fürs Herz? Wird zum Errichten von Gualschreinen benutzt. Okay. Was man hier nicht immer noch alles neu lernt, muss man sagen. Ja, genau. Lass mich doch in Ruhe. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht dein Freund werden, nein. Ey! Und zack. So kann man auch jeden Kampf vermeiden. So, wir haben jetzt hier hinten noch eine Sehenswürdigkeit. Aber sind raus aus unserem Herzchen. Deshalb... Warte auf mich, Freund. Ah nee, du bist da hinten am Kämpfen.
Okay, mein Herzchen habe ich, aber brauche fast kein Leben mehr. Ei, die sind echt bitter, die Teile. Geh weg, lass mich in Ruhe. Okay, wir müssen auf jeden Fall weiter in diese Richtung. A zum Herzchen, genau. Ah, dann müssen wir die anderen Herzchen nochmal abklabustern, um uns die extra Sachen zu kaufen. Genau, man kann auch hier in dieser Höhle rumflitzen. Ich glaube, das war sogar ein bisschen einfacher. Aber erst besuchen wir... Wer seid ihr? Mein Freund. Was wollt ihr? Hier ein wenig auf. Hallo. Es wäre ich bin ratsam, kein Eindringling. Unsere Autorität ich suche zu respektieren. Verbündete gegen die Svanir. Jeder Feind der Svanir ist unser Freund. Schon gut, Hoga. Wir können reden. Reden. Immer reden. Wer noch nicht von Jormag verdorben ist, muss zusammenarbeiten. Sonst überlebt keiner von uns. Das höre ich gern. Ich suche nach Zutaten, die mir im Kampf gegen Eisbrut helfen. Was wollt ihr? Einen Feuerstein und wo man heiße Quellen findet. Einen Feuerstein? Die Grawler hier haben welche, aber ihr müsst ihren Respekt verdienen. Sonst bekommt ihr nie einen. Könnt ihr mir einen Rat geben? Wie stelle ich das an? Sie lieben ihre Göttin. Wenn ihr ihr zu Ehren einen Schrein errichtet, würden sie euch sicher belohnen. Okay. Und bitte behandelt sie so respektvoll wie möglich. Unser Bündnis muss halten. Das stimmt. Okay. Man sieht hier, wir haben hier auch einen Feuerstein. Wir machen aber das jetzt natürlich mit der Geschichte. Aber ich würde sagen, wir machen für diesen Part erstmal eine kleine Pause. Und ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Würde mich sehr natürlich freuen, wenn du mir einen Like und einen Kommentar da lassen würdest. Und falls du ganz neu bist, dann sei herzlich dazu animiert, den Abo-Button zu klicken und ein Teil der Community zu sein. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.